So, ja, also das ist kein Kondomtest, wie man auf den ersten Blick, also paranormale Kondome oder irgendwie sowas. Nein, das ist, Sie werden es nicht glauben, ein Homöopathietest. Wahrscheinlich versuchen diverse paranormale Kräfte, meinen Vortrag zu verhindern. Das kann schon sein. So, ganz kurz der Titel. Jetzt geht's. So, mein absolutes Lieblingsbild, das setzt sich immer voran. Noch ein paar Definitionen vorab vielleicht. Also das hat die GWUP hat diesen grauenhaften Namen, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Ziemlich alter Verein schon. In Österreich, sage ich jetzt nichts mehr dazu, hast du schön erklärt. Schon Zweck. Aufklärung und Verbraucherschutz in Bezug auf den Themenkomplex, alles die komischen Sachen halt, die es da so gibt. Und wir machen seit 2004 jährlich eine Testreihe mit dem schönen Titel Psi-Test. Psi, das ist in der Parapsychologie so diese komische Kraft, die man seit 170 Jahren nachzuweisen versucht, die es aber irgendwie nicht so wirklich gibt. Und dann klappt es auch nicht so mit dem Nachweis. So, paranormal. Stefan hatte mich gebeten, das Wort nochmal zu erläutern, weil das vielleicht heutzutage nicht mehr jeder kennt. Was heißt das? Unterscheiden wir mal zwei Definitionen von paranormal. Einmal im weiten Sinne, einfach nur etwas Außergewöhnliches, Anormales, abweichend von den herkömmlichen Erwartungen, die wir so an das Verhalten der Welt haben. Dazu könnte man zum Beispiel unsere Elektrosensibilitätstests rechnen, die ja nicht wirklich irgendwie übernatürlich wäre jetzt, also sagen wir, wenn man, die sind zwar, wenn es sowas gäbe, wäre es zwar jetzt unbekannt und anormal, aber da es ja sowas bei Tieren auch gibt, könnte man sich ja vorstellen, dass es vielleicht doch irgendeine Erklärung, normale Erklärung gäbe für so ein, für solche Fähigkeiten. Ist nie nachgewiesen. Aber ist egal. Und dann nochmal paranormal im engen Sinne. Da kommen wir dann jetzt schon in die höheren Sphären. Das heißt etwas, was über die natürlichen physischen Dinge der Welt hinausgeht. Da geht dann schon ins Immaterielle, geistig, spirituelle, vielleicht sogar ins Übernatürliche gehende Dinge. Also solche Sachen versuchen wir eben rauszufinden bei unseren Tests. Jetzt kommen wir zurück zu unserer Zwiebel. Sie sehen, da hängt eine Zwiebel an einer Schnur über einem Eimer, der von einem Handtuch abgedeckt ist. In der Tat hat dieser Mann versucht, Wasser mit seinem schönen Zwiebelpendel im Eimer zu muten. Sie sehen, da stehen mehrere Eimer in einem gewissen Abstand. Und einer davon enthält das Wasser. Das ist natürlich abgedeckt, sonst wäre es ja trivial. Und er geht jetzt die Reihe mit den Eimern durch. Da gab es natürlich noch eine zweite Reihe, weil es 10 Eimer waren. Und das Ding soll dann angeblich anfangen zu schwingen, wenn da Wasser drin ist. Der erste Test. So, jetzt geht es tatsächlich. So, jetzt haben wir was ganz anderes. In den Eimern ist jetzt offenkundig kein Wasser drin, sonst wäre das nicht sehr lange da drin. Der Herr wollte mit einer L-Route, das sind diese Kupferdinger, die sich dann so überkreuzen, wenn da irgendwas sein soll. Der hat ein strahlendes Handy, wollte der auffinden mit seiner Route. Und zwar jetzt nicht nur ein Handy, das auf Empfang steht, sondern das tatsächlich eine stehende Verbindung hat. Der Test war sehr teuer, das war 2004, das waren mehrere Stunden, musste irgendein anderes Handy da eine Verbindung zu dem haben. Nun ja, hat nicht funktioniert. Falls Sie sich wundern, warum der Herr hier auf einer Heizdecke steht, nicht etwa, weil er kalte Füße hatte, sondern die Heizdecke war auch nicht eingeschaltet, sie war nur eingesteckt, denn die hat irgendwelche bösen Strahlen aus dem Boden ins elektrische Netz abgeleitet. Auch hier sehen Sie wieder in diesen, ja, eigentlich sind es Plastikpapierkörbe. Auch wieder 10 Stück. Den Abstand legen die Probanden selber fest. Da interessiert uns nicht so wirklich. So, dieser freundliche Herr macht es mit dem Schlüsselpendel und wollte Pflanzenenergie aufspüren. Auch hier haben wir die gleiche Anordnung. Er brauchte gar keinen Abstand. Manche brauchen einen Meter oder zwei Abstand zwischen den Dingern. Und
Er hat dann hier eben, also einer dieser Eimer enthielt nach dem Zufallsprinzip ausgelost dieses Pflänzchen, diesen kleinen Pflanzenstock. Er ging dann drüber und hat, das war aber nur die Vorbereitung, weil er hat dann irgendwann gemerkt, dass der Versuch so nicht durchführbar war. Wir mussten dann diese Eimer auf einen Rollwagen stellen und dann bei jedem Versuch durch den Raum schieben, weil sich irgendein Strahlungsdingens da tageszeitlich durch den Saal bewegt hat. Und dieses Strahlungsdingens durfte ja auf keinen Fall den Test beeinträchtigen. Also wir machen alles Mögliche mit, solange eben bestimmte Bedingungen nicht verletzt sind. Zu den Bedingungen und Methoden sage ich später was, wenn ich die Beispiele durch habe. So, jetzt wird es schon interessanter. Da gibt es ja bekanntlich Heilpraktiker, gibt es ja in Österreich nicht, dafür irgendwelche Energetiker. In Deutschland gibt es noch Heilpraktiker. Und viele davon benutzen Pendel oder Wünschelruten, um Medikamente für ihre Patienten auszuwählen. Da hatten wir also jemanden, Sie sehen hier liegt, das ist eine Schachtel von der Homöopathie-Union und da vorne irgendwo muss sich auch das Fläschchen dann befinden. Sie sehen hier auch 10 Schächtelchen. Die anderen Gläschen sind jetzt nicht leer, sondern da war so ein, auf seinen Wunsch hin natürlich, als Vergleichsmaterial so ein grober Ziersand drin. Und auch hier galt es, aus 1 von 10 Schachteln dann nach dem Zufallsprinzip ausgelost herauszufinden, welches Schächtelchen das Homöopathikum enthält. Dazu sehen Sie hier, was da so alles notwendig ist. Sie sehen da wieder das, also wir haben es vorher von der Seite fotografiert gesehen. Der Herr hat hier so einen riesen Koffer mitgebracht mit allen möglichen Stäben, eine Wasserwaage, eine Einhandrute, dann hier so ein selbstgebautes Messgerät mit irgendwelchen Ebenen, die er dann da mit Stäbchen und allen möglichen ausgemessen hat. Und dann hat er sich gelegentlich mit der Rute hingestellt und da irgendwas gemessen, dann wieder was nachjustiert und konnte damit eben, ups, konnte damit eben angeblich herausfinden, ob in dem Schächtelchen dann im Vergleich zu dem Sand das Homöopathikum war. Also man sieht daran, wie kreativ man mit illusionären Sachen sein kann. Hat auch nicht funktioniert, davon abgesehen. Also es hat überhaupt nichts, bis auf einen Fall, den ich dann natürlich auch noch zeige. Und also sowas stört uns dann immer eher, weil hier, mein, wenn einer nur Wasser pendelt oder Leuten das Bett verstellt, dann kostet es zwar auch Geld, das ist jetzt alles nicht so schlimm, aber wenn ich Medikamente auspendle für Patienten, da ist schon eine gewisse Grenze überschritten, die man nicht überschreiten sollte. So, diese Dame wollte energetisiertes Wasser aufspüren. Sie hat uns dazu irgendwelche Bergkristalle geschickt, die wir über Nacht oder über Tag, ich weiß jetzt nicht mehr, war es Sonnenlicht oder Mondlicht, jedenfalls mussten die in irgendeinem Wasserbehälter vor sich hin energetisiert werden. Und dann hatten wir eben 2 Behälter, einen mit diesem Bergkristall und einen mit dem normalen Leitungswasser. Und sie hat dann hier auch wieder 1 von 10, also eins dieser Gläser wird dann das energetisierte Wasser enthalten. Und sie hat es dann also wohlgemerkt nicht verkostet, sondern so mit der Hand ist sie da drüber über das Glas und wollte dann das rausfinden. So, was Ähnliches, auch dieser Mann ist heilpraktizierend tätig. Und bestimmt hauptsächlich geeignete Lebensmittel. Also wenn den Leuten irgendwas nicht vertragen, dann pendelt er aus, was sie lieber essen sollen oder was sie sein lassen sollen. Und wir haben dann mit ihm vereinbart, man muss ja immer aushandeln. Ja, häufig sind Dinge, die uns die Leute anbieten, nicht einfach so prüfbar, sondern man muss sie dann auf irgendwas Einfacheres runterhandeln. Wir haben es dann hier gemacht mit einem. Sie sehen da ein Gläschen mit einem Apfelschnitz, der wurde mit Ameisengift besprüht. Und das ist ja ganz klar etwas, was unverträglich ist, also für die meisten von uns jedenfalls. Das will man nicht essen.
Und er hat dann eben hier mit erspüren wollen, und zwar nicht einfach selber erspürt, sondern er war im Bunde mit irgendeiner geistigen Führerschaft. Da waren irgendwelche Geistwesen, die er befragt hat und die ihm dann gesagt haben, wo dieser Apfelschnitz verborgen war. Er hat die Hand jetzt nur fürs Foto gehoben, weil er meinte, er brauche die gar nicht, weil er kriegt die Botschaft ja direkt ins Gehirn gesandt. Das Schlimme war, er hatte dann hinterher tatsächlich null Treffer und war doch sehr geknickt, hat fast schon überlegt, seinen Beruf an den Nagel zu hängen. Wir haben dann aber nach 3, 4 Tagen eine Mail bekommen, dass er sich da mit seinen geistigen Führern unterhalten hat und sie haben ihm erlaubt, es weiterzumachen. Er soll aber keine herausfordernden Tests mehr machen. Das ist frevelhaft. So, das ist der erste junge Mann, der eine erste Testrunde tatsächlich bestanden hat bei uns. Er versucht hier einen Topfmagneten aufzuspüren. Es war natürlich ein bisschen leichtfertig, einen Test mit Magneten zu machen. Wir haben ihn aber weitgehend getestet. Also ein Implantat hat er nicht gehabt. Mein Kollege, den Sie später im Bild auch noch sehen werden, hat so einen Würfel von der Seitengröße Neodym-Magneten aus 2 Teilen. Also der ist so stark, dass man den nur mit Werkzeugen auseinanderbekommt. Und wir haben ihm gesagt, also jetzt Vorsicht, wenn Sie ein Implantat haben, sagen Sie es uns gleich, weil wenn der Magnet da an Ihrem Finger oder an ihr irgendwo hängt, dann geht es ohne medizinische Hilfe nicht mehr weg. Also das war es nicht. Also das konnten wir auf jeden Fall ausschließen. So, fassen wir mal zusammen. Wir haben also hier unsere erste Testmethodik so ansatzweise gesehen. Ein 1 aus 10 Verfahren, 10 Gefäße, davon 1 mit dem Zielobjekt, 9 davon leer oder mit irgendeinem Ersatzobjekt. Sie sehen einmal, war es Sand, meistens ist es leer und es wird immer ausgelost, welches von diesen 10 Positionen mit dem Objekt befüllt wird und welches nicht. Jetzt kann man nicht alle Tests nach diesem Verfahren machen. Zum Beispiel diesen Test hier. Das ist ein Wünschelrutengänger, der konnte nur im fließenden Wasser, nur fließendes Wasser finden. Also gibt es immer einen Streit. Also wir kriegen nach jedem Test, wenn es im Fernsehen kommt, Anrufe von erbosten Wünschelrutengängern. Also was Blödes, Wasser kann man nicht im Eimer muten, das geht nur fließend. Und dann muss ich immer sagen, ja so, wir machen das, was Ihre Kollegen sagen. Und wenn 30% Ihre Kollegen sagen, man kann auch stehendes Wasser muten, ist uns das Wurscht. Wir machen das, was die Leute behaupten. Also Sie sehen schon daran, da haben wir einen Wasserschlauch und der muss natürlich jetzt, wenn man das testen will, einmal mit Wasser gefüllt sein und ein anderes Mal nicht. Was macht man dazu? Wir haben also den Schlauch, der kommt hier an, einmal mit der Wasserleitung verbunden, einmal mit Pressluft. Je nach Losergebnis wurde also floss da Wasser durch oder er wurde vorher geleert mit Pressluft, bis alles draußen war. Und das Ende war in einem, Sie haben ja gesehen, das war hier so draußen, musste das stattfinden aus irgendwelchen Gründen. Und in die Richtung, also um das Gebäude rum, war dieser kleine Tümpel, in dem wir dann das Ende hier vergraben haben, damit man auch ja nichts plätschern hört. Und wenn die Pressluft zum Einsatz kam, gab es hier natürlich so einen kleinen Geysir, aber da war der Kandidat ja weg. Das hat er nicht mitgekriegt. Also Sie sehen, also das ist sehr, sehr aufwendig, so ein Test. Man könnte theoretisch natürlich 10 Schläuche legen, aber Sie können an diesem einen Schlauch schon sehen, was es für ein Riesenaufwand ist, sowas zu machen, dass da niemand 10 Schläuche verlegen möchte. Deshalb geht es halt nicht immer aus rein praktischen Gründen. So, nun haben wir hier eine Dame, die hat ein schönes Löffelpendel benutzt. Die konnte auch keine 10 Objekte muten, sondern höchstens 3. Und dann haben wir uns entschlossen für 3 Tassen. Und da sehen Sie ein paar Münzen liegen. Und dann wurde eben für jede Tasse ausgelost, ob da jetzt
eine Münze enthält oder zwei oder drei oder gar keine, also je nachdem, was eben das Losverfahren so hergibt. Ja, noch ein ähnlicher Versuch. Sie sehen hier fünf Kabel verlegt. Und dieser Herr wollte dann mit seinen L-Routen rauskriegen, ob diese Kabel eingesteckt sind. Also sie mussten nur unter Spannung stehen, da musste kein Verbraucher hinten dran hängen. Dazu haben wir auch wieder um der Randomisierung willens da ein Mehrfachstecker, da ist 1, 2, 3, 4, 5 und je nach Losverfahren, was also es wurde für jede Position ausgelost, immer ob eingesteckt oder ausgesteckt war. Natürlich war das abgedeckt, er konnte das nicht sehen. Natürlich selbstverständlich. Und dann ging der Test eben nur mit 5 dieser Sachen durch, statt mit 1 von 10, weil auch dieses Kabel verlegen ist, wie man sieht, jetzt leicht aufwendig. Oh. So, ja, also das ist kein Kondomtest, wie man auf den ersten Blick, also paranormale Kondome oder irgendwie sowas. Nein, das ist, Sie werden es nicht glauben, ein Homöopathietest. Bitte? Nein, nicht mit Bier, nur mit Bierflaschen. Nein, dieser Herr hier. Der hat, also im Vergleich zu manchen anderen, die sehr naiv zu uns kommen, hat der sehr gut auch methodisch mitgedacht. Es gibt ja manchmal Leute, die rufen an, meinen, wir kommen zu Ihnen, Sie gehen mit der Wünschelrute durch den Garten, die schlägt aus und wir händigen Ihnen 10.000 Euro aus. Bis man denen dann erklärt, so geht's nicht, dauert es manchmal ein bisschen. Und er hat von vornherein verstanden, das Prinzip eines Tests. Und er war also der Erfinder eines homöopathischen Düngemittels. Natürlich, bevor der uns irgendwas mitbringt, wollten wir das lieber selbst herstellen aus der Urtinktur und haben das dann hier, wie man sieht, schön verdünnt auf D24. Kann dann gern nochmal ein Physiker, Chemiker erklären, warum ausgerechnet das. Jedenfalls bei der Verdünnung hier ist nach größter Wahrscheinlichkeit nichts mehr von dem Ausgangsstoff drin. Trotzdem hat es. So, wie lief nun der Test ab? Wir haben also nach seinen Angaben, war ein Vorschlag von ihm, der uns auch sehr gefallen hat, eine Hefesuspension angesetzt. Hefe, Wasser und Zucker. Was passiert? Es gärt. Und dann kommt CO2 raus. Und einen zweiten Eimer mit dem gleichen, nur mit einem Schuss des homöopathischen Düngemittels. Die Idee dahinter war natürlich, dass der Eimer oder die Hefe mit dem homöopathischen Düngemittel weit mehr CO2 produziert als ohne. Und nun haben wir 50 Flaschen, Bierflaschen, leere, gesäuberte hingestellt und eben immer befüllt aus diesem Eimer. Wir haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass natürlich bei so einer Hefesuspension und wenn man das mit Trichter und Schöpfkelle einfüllt, natürlich die Zahl der Hefezellen nicht ganz identisch ist. Die kann man schlecht abzählen. Meinte er, sei überhaupt kein Problem, sein Düngemittel sei so potent, dass es diese kleinen Mengeneffekte ausgleichen würde. Und sieht man in der Tat, die Flaschen sind natürlich durchnummeriert, 1 bis 50. Für jede Flasche wurde extra ausgelost, Eimer A, Eimer B. Und man sieht hier tatsächlich, wie Sie sehen, das sind große Luftballons drauf, das sind kleine Krepelluftballons drauf, dann manchmal so mittlere. Und er durfte dann sagen, ob ihm die Größe als homöopathisch erscheint oder eben nicht. Und naja, am Ende hat sich gezeigt, es gab keinerlei Korrelation zwischen der Luftballongröße und dem Düngemittel. Aber hätten wir vorher sagen können, aber. Hat jedenfalls sehr lange gedauert, der Versuch. So, noch was Schönes. Dieser Herr hat irgendeinen Strahl, irgendeine komische Energie, die, also keine Ahnung was. Jedenfalls kam der Strahl aus dieser Richtung, wie er hier mit seinen selbstgebauten Sachen dadurch, zack. Und auch hier sehen wir wieder, wie im Fall dieses Homöopathie-Heilpraktikers, der seine Sachen da auspendelt, was man hier wieder in wirklich
fast schon schöne Sachen basteln kann für Illusion, zur Detektion illusionärer Gegenstände. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie testet man so einen nicht existenten Strahl, also nicht messbaren Strahl, Entschuldigung. Wir haben keine Möglichkeit, irgendeinen Strahl, den sich jemand einbildet, mit physikalischen Mitteln zu testen. Hatte aber auch einer der Leute, die gut mitgedacht haben. Er hat hier behauptet, wenn man diesen, also der Strahl kommt da, so in der Richtung, wenn man diesen Aluminiumzylinder dazwischen stellt, dann kann er mit seinem komischen Pendel nichts mehr messen. Wir hatten dann genau das, was wir wollten, nämlich eine Ja-Nein-Entscheidung. Strahl durch, Strahl abgelenkt oder blockiert, keine Ahnung, ist uns egal. Und selbstverständlich stand da eine Schachtel drüber, es wäre ja zu einfach, wenn er das sehen könnte. Und dann haben wir also wieder mit einer Ja-Nein-Entscheidung Aluminiumrohr da, abwesend oder nicht. So, das heißt, Sie sehen, wir haben ein zweites Verfahren für die, bei dem man dieses 1-10-Verfahren nicht machen kann, nämlich 1 bis 50 Gefäße mit individueller Ja-Nein-Entscheidung. So, wie laufen diese Versuche ab? Jetzt ein bisschen theoretisch. Also erst muss man natürlich alles aufbauen. Und zwar immer unter Beteiligung der Probanden. Die müssen schließlich immer sagen, geht's so oder geht's nicht? Denn wenn irgendwas nicht geht, heißt hinterher, die haben mich gezwungen, was zu machen, was nicht, was ich gar nicht kann. Das wollen wir nicht hören. So, dann haben wir eine Gruppe A, die randomisieren, also die, die auslosen und den Wassereimer hinstellen oder die Sandbox mit der Homöopathie oder was immer. Ups, ja, auslosen tun wir hier mit selbstgebastelten Lotto. 1 bis 10 für die 1-10-Versuche und 0-1, also die 0 kommt bei den 1-10-Versuchen natürlich raus, 0-1 für die 50-50-Versuche. Und dann gibt es natürlich eine Gruppe B, der Proband und der Versuchsleiter. Das heißt, wenn alles aufgebaut ist bei den Randomisieren, gehen die raus. Niemand, der irgendetwas über den Aufbau des Versuchs weiß, darf noch in dieser Gruppe sein mit dem Probanden und dem Versuchsleiter. Sonst könnte man nämlich körpersprachliche Signale senden und irgendwas verraten. Also nicht absichtlich, sondern unabsichtlich. Sie wissen ja, wie es geht. Da hat er das Ding gesagt, oh, also ist jetzt stark übertrieben. Es reicht manchmal einfach so ein Augenbrauen zu, jetzt hat das gleich irgendwie sowas, den Atem anhalten. Sie kennen vielleicht alle das kluge Hans-Phänomen. Das heißt, selbst Tiere können solche ganz kleinen körpersprachlichen Signale lesen und Wünschelrotengänger vermutlich auch. Deshalb muss man alles aus. Wenn der Proband jetzt gesagt hat, ich habe jetzt mein Objekt befindet sich auf Platz 8 beispielsweise, dann geht er raus. Er darf nicht nachgucken, ob das stimmt oder nicht, weil wir wollen nicht, dass die Probanden irgendwie positiv oder negativ beeinflusst werden. Sie können sich denken, wenn es dreimal nicht klappt, wird man nervös und aufgeregt. Und nein, sie sollen ganz glücklich und ignorant den Versuch machen, ja, ignorant ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern also in Unkenntnis von Erfolg oder Misserfolg einfach in guter Stimmung den Versuch weitermachen. Jetzt gäbe es natürlich dadurch die Möglichkeit, dass wir schwindeln, haben wir nicht nötig. Wir glauben ja, dass die Naturgesetze funktionieren. Von daher brauchen wir das nicht zu machen. Aber der Proband hat natürlich auch das Recht, skeptisch zu sein. Deshalb machen wir dann noch Folgendes, eine Gruppe C, eine Kontrollgruppe mit der Vertrauensperson des Probanden. Also wenn der Proband raus ist, kriegen die wieder ein Signal, ihr könnt reinkommen. Dann kommt also die Vertrauensperson des Probanden und schaut nach, unter welcher Schachtel das gelegen hat. Das ist einfach zur Sicherheit, wenn nämlich mein Protokoll sagt, es ist auf Position 3, dann könnte man das ja hinterher umstellen, nachdem der draußen ist. Das darf nicht passieren, sondern er muss das Vertrauen haben. Die Kontrollperson muss natürlich dann auch sehen, dass es in Position 3 ist, damit er die Sicherheit hat, dass das, was abgelesen wurde, auch mit dem A-Protokoll übereinstimmt. So, wir haben also hier ein Prinzip der doppelten Verblindung. Doppelte Verblindung heißt,
weder Probanden noch Versuchsleiter oder irgendjemand, der hier in dieser Gruppe B ist, weiß irgendetwas über das oder das. Das ist ganz wichtig. Also alle diese Gruppen begegnen sich während des Versuchs nie, sind völlig getrennt und erst am Ende, halt, habe ich doch was vergessen, erst am Ende werden die Protokolle verglichen, kommt aber gleich noch. Wir machen, bevor wir das, den eigentlichen Durchgang machen, noch einen unverblindeten Durchgang zu Beginn. Es ist klar, das muss sein. Der Proband weiß, wo die Sachen versteckt sind. Wir lassen ihn selber auslosen, ihn oder sie selber auslosen. Und er muss ja einfach bestätigen, ja, so funktioniert es. So wie wir es aufgebaut haben, funktioniert die Sache. Und er muss also das Okay geben. Es nützt nichts, weil die Ausrede hinterher kommt da eben, sie haben mich zu irgendwas gezwungen, was nicht funktioniert, das darf nicht passieren. So, und am Ende machen wir das auch noch. Warum machen wir am Ende nochmal unverblindeten Vorgang, Durchgang? Nämlich ganz einfach, damit der Proband uns nochmal bestätigt, dass es immer noch funktioniert. Sie können sich denken, es kommt sehr schnell die Ausrede, wenn es nicht klappt, meine Kräfte haben mich irgendwie zwischendrin verlassen oder so. Und spätestens, wenn es am Ende immer noch geklappt hat, ist die Ausrede halt nicht mehr so übermäßig plausibel. So, und jetzt kommt das Ergebnis. Keiner dieser Gruppen weiß irgendwas voneinander. Keiner kennt irgendwas. Man legt einfach die Protokolle daneben. Und so sieht beispielsweise so aus, wenn wir so einen Kabelversuch haben, 5-mal. Also das wäre jetzt mein Protokoll. 01010 heißt, ja, eingesteckt, nee, nicht eingesteckt, eingesteckt, nicht ein, und so weiter. Das hat der Proband gemutet, dann zählt man einfach ab, wie viele Treffer hat er. Hier 26 Treffer, was bei einer 50-50-Verteilung jetzt kein großer Erfolg ist. Muss man aber manchen wirklich dazu sagen, hallo, 26 bedeutet nichts, weil es hat auch Leute gegeben, die haben da 27, manchmal 28, und sagen ja schon, mehr als die Hälfte ist doch schon ganz gut. Nee, ist nicht wirklich gut. Und das ist einfach auch nochmal wichtig, dass hier nicht, wir haben nämlich auch Probanden, die kommen dann und meinen, es gäbe bei uns sowas wie eine Jury, ja, so wie bei diesen Gesangsshows, ja, die tanzen oder singen vor und dann sitzen 5 Leute, die dann das bewerten und dann Daumen hoch oder Daumen runter. Nein, so geht's nicht. Der Test selber spricht dieses Protokoll hier, macht das Ergebnis, von dem keiner der Beteiligten etwas weiß. Also es ist ein ganz wichtiges Prinzip hier, dass das wirklich ein objektives Verfahren ist. So, nochmal, jetzt muss ich Sie noch mit ein paar Zahlen langweilen, dann gibt es aber noch ein paar schöne Bilder mit anderen Versuchen, die sich nicht in diese Statistik zwängen lassen. So, wir haben gesehen, wir haben 2 statistische Hauptverfahren, ein 1-zu-10-Verfahren und ein 50-50-Verfahren. Wir haben jetzt folgende Aufteilung. Wir machen eine erste Testphase mit 13 Durchgängen. Davon müssen 7 Treffer mindestens vorliegen, um die Phase zu bestehen. Wer das besteht, müsste eine zweite Phase machen. Und erst danach würden wir unsere 10.000 Euro auszahlen. Ganz einfach deshalb, weil Sie sehen, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10.000. Also wir haben hier, ich weiß nicht, wie es im österreichischen Lotto ist, aber im deutschen Lotto 4 richtige und Superzahl ist auch so etwa von der Größenordnung her. Das kann man schon mal haben. Ja, das haben jede Woche eine Menge Leute. Und wir wollen unser Geld ja nicht, wir sind ja keine Lotterie, die 10.000 Euro verlost für Ratespiele, obwohl es im Prinzip auch statistisch gesehen ein Ratespiel ist. Aber wenn Sie dann die beiden hier kombinieren, multiplizieren, kriegen Sie 1 zu 5 Milliarden. Das ist dann schon eine Menge. Dafür geben wir dann das Geld durchaus her. Gell? So, beim zweiten ist es etwas anders. Das ist ein etwas leichterer Versuch. Da machen wir 50 Durchgänge. Das ist, wie Sie sehen, wenn Sie jetzt nur einen Schlauch haben, ist es ein elendlanger Versuch. Wenn Sie so 5 Kabel haben, sind es 10 Durchgänge, das geht noch. Aber manches war da schon sehr anstrengend. Wir erwarten 40 Treffer, also 80%. Da ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 83.000. Lotto 5 richtig hat 1 zu 60.000. Kommt mindestens 1 zu 4 Milliarden. Das ist also etwas leichter als das, aber immer noch schlimm genug, glaube ich. Und schauen wir uns jetzt mal die Ergebnisse an.
Wir haben 39 Tests im 1 zu 10 Verfahren gemacht und da folgende Trefferverteilung. Also 1,3, also wenn man 13 Durchgänge macht mit einer 1 zu 10 Wahrscheinlichkeit, dann hat man natürlich 1, Treffer, Durchschnitt wäre 1,3 Treffer, das kann man natürlich nicht haben. Man kann nur 0, 1, 2, 3 und so weiter gerade Zahlen haben. Und dann haben wir eben die Verteilung mit dem einen Ausreißer von tatsächlich 9 Treffern. Das ist durchaus erstaunlich. Wobei man jetzt halt zur Erklärung dieses Einfalles gibt es natürlich drei Hypothesen. Es war doch Rateglück, auch wenn mit 9 über den 7 raus. Es ist jetzt noch eine, aber im Lotto gewinnt man auch. Er hat tatsächlich die Fähigkeit oder er hat geschwindelt. Wir wissen es nicht. Wir haben ihn nicht ertappt beim Schwindeln. Wir wissen nicht, ob es Rateglück war. Und zur zweiten Phase, die ich gerade besprochen habe, hat sich der Kandidat abgesagt, er müsse erst eine Ausbildung machen. Nun gut. Durchschnittliche Trefferzahl, also jetzt habe ich das gesagt, was ich eigentlich hätte einblenden können, 1,3. Dies läge, wenn man den rausrechnet, bei 1,21, wenn man ihn mit reinnimmt, bei 1,4 inzwischen. Wir haben 17 Tests in dem 50-50-Verfahren gemacht. Da sehen Sie natürlich jetzt eine Riesenstreuung. 25 ist die Zufallserwartung. Das war der Bierflaschenhomöopath hier mit 19, also deutlich unterdurchschnittlich. Und dann hatten wir auch hier tatsächlich einen, der 36, das war auch so ein Schlauchversuch, 36 Treffer hatte. Wir wollten den eigentlich nochmal testen, weil wir gerne rausfinden würden, was da los war. Aber als wir dann nach zwei Jahren nachgefragt haben, war er irgendwie schwer erkrankt, konnte nicht kommen und dann kam Corona und naja, wie es halt so ist. Hier ist also Zufallserwartung 25, der durchschnittliche Trefferzahl liegt bei 26,35. Parapsychologen, oh, da ist was dran, das ist über Zufall. Ja, uns ist es nicht so einleuchtend, denn bei 17 Tests, wenn wir jetzt 170 machen, würde ich erwarten, dass es deutlich mehr auf die 26 zurückgeht. Wenn Sie sich die Wahrscheinlichkeiten hier angucken, gibt es natürlich die Kritik von Seiten der Parapsychologen, dass unser Test viel zu streng ist, weil er wesentlich mehr erfordert als die übliche statistische Signifikanz in den empirischen Wissenschaften. Und da ist unsere Antwort drauf, erstens, was ich schon erwähnt habe, wir sind keine Lotterie, die 10.000 Euro verschenken will, wir müssen schon ein bisschen sicherstellen. Und zweitens haben wir es mit Leuten zu tun, die sehr starke Behauptungen machen. Es gibt ja keinen Wünschelrutengänger, keinen Heilpraktiker, der sagt, seine Trefferwahrscheinlichkeit läge bei 52,3% oder sowas. Zu dem geht keiner. Die geben alle 100% oder 98%, wenn sie skeptisch sind an, also skeptisch in Anführungszeichen, vorsichtig sind. Und deshalb liegt uns natürlich was dran, Leute zu testen, die so starke Behauptungen, also wenn man einen Treffer, eine Effektstärke von 80% einfordert, ist es immer noch wesentlich weniger, als die meisten selber angeben. So, andere Versuche, jetzt kommen noch ein paar Fotos, bevor wir hier... andere Versuche heißt also Versuche, die sich nicht in diese beiden statistischen Schemata pressen lassen. Wenn sie sinnvoll durchführbar sind, machen wir das, aber halt auch nicht immer. So, hier haben wir auch wieder einen Wünschelrutengänger. Also Sie sehen hier schon wieder einen anderen Typ von Rute. Das ist eher so ein Metallstrang, der sich so biegen lässt. Der hat eine Störlinie im Boden finden wollen. Ja, hat er auch. Nämlich hier an diesem grün markiert mit diesem Band. Und wir haben dann selbstverständlich, großzügig wie wir sind, mit ihm ausgehandelt, dass er dann mit seinem Einverständnis natürlich, dass da noch eine kleine Variation von, ich weiß nicht, waren es jeweils 20 Zentimeter nochmal nach links und rechts, neben der Störlinie, dass das alles als Treffer zählen würde. Wir haben dann den verblindet, im wahrsten Sinne des Wortes, sieht jetzt nicht schön aus, aber irgendwie muss man es da machen. Und mein Kollege hat ihn dann, weil der schon ein bisschen klapprig war, immer ganz vorsichtig und nett geführt, entweder über diese Linie, also in verschiedenen Abständen natürlich, nicht immer vom gleichen
mal 2 Meter entfernt, mal 50 Zentimeter entfernt und so weiter. Und natürlich, was er auch wusste, gelegentlich natürlich auch mal parallel zur Linie, dann hätte er eben nichts ausschlagen dürfen, hat aber immer ausgeschlagen. So, und die Ausschlagorten wurden mit einem kleinen Mehlhäufchen markiert. Und wenn wir uns das jetzt mal von oben angucken, die Verteilung, dann sehen Sie direkt in diesem 20, also 40 Zentimeter Bereich ist nichts. Wenn man ihn so drüber führt, ist natürlich da was, da was, da was. Das war so ein Parallelgang, der hier passiert ist. Und so, also kurzum, konnten wir nicht als Erfolg werten, weil da eben in diesem abgegrenzten Areal nichts war. Achso, da hinten stehen übrigens auch noch 2, wie Sie sehen. So, dann haben wir mal einen Psychokinese-Versuch. Auch da kann man schlecht diese statistischen Verfahren anwenden. Da sollte eigentlich dieses Objekt gedreht werden. Das ist einfach ein Stück Aluminiumfolie gefaltet, damit es nicht runterrutscht und sich drehen kann auf einer Nadel in einem Kork. Der Kandidat hat allerdings dieses Rädchen angeschleppt, das wir natürlich nicht akzeptiert haben, aber wir haben es uns mal angeguckt. Wir kannten das nicht, aber bei dem Versuch war Michael Jachan dabei. Hallo. Und er hat auch gleich gegoogelt und rausgekriegt, dass es ein sogenanntes Egeli-Rad ist, nach irgendeinem ungarischen Esoteriker. Es reagiert sehr, sehr sensibel auf elektrostatische Aufladung. Also kaum kommt man, braucht man es ein bisschen so machen, schon fängt das Ding an zu rotieren wie wild. Und natürlich ein schöner Effekt, aber mit dem hat es natürlich nicht so schön funktioniert. Dann kommt natürlich dazu, dass es auch einen großen Unterschied macht, wie weit die Hände von dem Glas weg sind. Also einmal wegen der Elektrostatik, zweitens wegen der Wärme. Also selbst dieses Aluminium, das kleine Stück Aluminiumfolie hat immer wieder gewackelt und zwar hat angefangen zu wackeln, sobald man mit den Händen ziemlich dicht ans Glas kam. Kein Wunder, die Luft erwärmt sich halt und dann gibt es eine Konvektionsströmung, die dann anfängt, da das ganze Zeugs durcheinander zu wirbeln. Verlangt war, dass er dieses Ding, glaube ich, war es nicht 90 oder 180 Grad in die eine Richtung dreht, das stehen lässt für eine Weile, dann zurückbewegt, dann wieder stehen lässt für eine Weile und dann nochmal in die Gegenrichtung. So was war irgendwie abgemacht. Hat aber natürlich mit diesem Aluminium-Ding nicht funktioniert. Das hat sich gedreht wie wild, aber wie gesagt, einmal reiben und pssst, läuft das Ding wie nichts. Ich weiß nicht, was es kostet, kann man überall im Esoterikhandel erwerben. So, das ist der letzte und auch irgendwie schönste Versuch, den wir gemacht haben. Dieser Herr hat tatsächlich eine absolut herausragende Fähigkeit, nämlich einen Goldbarren zu muten, der in einem 20 mal 20 Kilometer Areal um Würzburg herum vergraben war. Also wir machen die Tests immer in Würzburg, da mein Kollege, den Sie da als bei dem einen Wünschelrutengänger gesehen haben, hatte dort eine Radstelle und hatte immer Zugang zu den Räumlichkeiten. Ja, wie macht man das? Ein Goldbarren, also er hat uns selbst den Goldbarren geschickt, so ein kleines Ding nur, den mussten wir vergraben und wollte hinterher zurückhaben. Das werden wir nächstes Mal nicht mehr machen, wenn der Versuch schief geht, dann wollen wir den behalten. Aber hatten wir, dumm wie wir, freundlich wie wir sind, haben wir das nicht ausgehandelt mit ihm. Ja, wie macht man das, in einem 20 mal 20 Kilometer ja, einen Goldbarren festzustellen? Ganz einfach so, indem man ein Amtsblatt auspendelt. Er hat hier seine Töchter mitgebracht. Sie sehen, die hat ein ganz langes Pendel, das hier auf dem Boden war. Vielleicht, weiß nicht, ob man es gut sehen kann, das geht ganz tief runter. Sie hat hier so eine, ach, sieht ihr, so Art wie so eine Art Geodreieck. Ich weiß nicht, wie der Name dieser Route ist. Vielleicht weiß es jemand. Sie hält man so irgendwie so ein festgeschraubt an einer Stelle. Fragen Sie mich nicht genau. Ist auch egal, funktioniert eh nicht. Die haben also hier den Ort schon mal grob vorbestimmt auf dieser Karte. Man beachte auch hier wieder das interessante magische Weltbild. Da hat dieser Goldbarren, der gerade erst ein paar Stunden vorher vergraben wurde, also einen kausalen Einfluss auf die Karte, die schon wahrscheinlich Monate vorher gedruckt wurde oder Jahre vorher.
fällt den Leuten gar nicht auf, wie absurd die Idee eigentlich ist. So, und nachdem die beiden Damen schon vorgemutet haben, hat dann der Meister mit Lineal und Pendel und einer Schablone hier noch die Feinbestimmung gemacht. Und dann sind wir halt dahin gefahren, wo gemutet wurde. Ja, wir haben Glück, dass das ein freier Acker war und nicht gerade ein Maisfeld. Er hat dann dort wieder Gerätschaften ausgepackt. Es war sehr windig, deshalb beschützt er hier das Pendel so ein bisschen mit der Hand. Nicht, um es irgendwie vor dem Blick zu schützen oder sowas. Also wir hatten ihm erlaubt, wenn er den Lageort auf 10 mal 10 Meter eingrenzen kann, könnte er für den Rest gerne einen Metalldetektor verwenden, damit es nicht so anstrengend ist. Hat er auch einen dabei gehabt. Aber auf dem Acker war leider nichts zu finden. Schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist das Institut. Oh, die Karte kommt nicht so schön raus. Hier etwa ist das Institut. Hier an dem blauen Fleck war der Acker, den er ausgependelt hatte. Und das Goldbarren war da oben. Das sind 12 Kilometer Luftlinie. Sie werden verstehen, das konnten wir nicht mehr als Erfolg gelten lassen. Aber natürlich, die Ausrede hinterher war, hier muss was ganz Tolles liegen, was ihn abgelenkt hat, natürlich. Also schade, dass wir nicht graben konnten, da muss irgendwas. Und beruflich tätig ist der Herr als Tunnelbauer. Also so, was können wir testen, was können wir nicht testen? Also wir testen nur Leute, die starke Fähigkeiten behaupten, wie schon vorher erwähnt. Was Parapsychologen machen, so mit 52,3% oder so, interessiert uns jetzt nicht so wirklich für die Öffentlichkeitsarbeit. Die Personen, die damit Geld machen oder sich wichtig machen und im Funk und Fernsehen sind, die behaupten alle starke Fähigkeiten. Deshalb machen wir das einfach nur mit starken Fähigkeiten. Unsere Tests müssen natürlich kostengünstig und einfach an 1 bis 2 Tagen durchführbar sein. Und wir testen auch nur Behauptungen, die zu einem klaren, für alle Parteien sofort sichtbaren Ja-Nein-Ergebnis führen. Das heißt, keine Jurys, die lange debattieren, ob das Ergebnis könnte gerade noch so passen. Keine subjektiven Bewertungen, keine schwammigen Behauptungen. Das heißt, wir können eben keine Heilungsversprechen testen, keine Zukunftsdeuterei, keine Jenseitskontaktlerei, was es alles Mögliche gibt. Das ist einfach zu schwammig und zu schwierig. Man könnte theoretisch bestimmte Sachen testen, wenn einer zum Beispiel behauptet, er könne rausfinden, ob jemand einen Knochenbruch hat oder so, könnte man natürlich schon eine Gruppe ohne Knochenbrüche, eine mit einem Knochenbruch hinstellen. Aber Sie können sich denken, wie schwierig das ist. Sie brauchen für alle medizinische Atteste, Sie brauchen das Röntgenbild zum Beweis und so weiter. Der Aufwand ist einfach so riesig, dass man das nicht, also wir können es jedenfalls nicht machen. Und hier liegt übrigens auch der Grund, es wird Ihnen aufgefallen sein, dass der Männeranteil bei den Versuchen deutlich größer ist als der Frauenanteil. Und es liegt ganz einfach daran, dass sehr viele Frauen, die sich bei uns melden, eher aus diesem Bereich kommen, der so schwammigere Sagen hat, die sich nicht wirklich auf ein einfaches Testprozedere reduzieren lassen. Also es ist keine Böswilligkeit von uns, sondern es sind häufig methodische Gründe, die dann dazu führen, dass es nicht funktioniert. So, und dann bin ich eigentlich schon am Ende.